Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X, diesmal wieder im Gebiet Oblivia. Ja, klingt doch gut. Auf jeden Fall können wir, denke ich mal, jetzt zurückgehen. Das Gebiet werden wir später noch erkunden. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Gebiet mit ziemlich coolen Gegnern und einem Hammer-Design. Aber jetzt vergessen wir dieses Gebiet erstmal und es geht zurück in den Verwaltungsbezirk. Ne, ins Blade-Quartier müssen wir direkt. Da können wir sogar direkt hinreisen. Ups, ne. Da ist Schnellreise. Quartier. Und das sind wir auch schon. Da ist ja unser Kommandant Vantam. Cool. Ist hier noch irgendwas? Nee, wir können sowieso in der Zeit nichts anderes machen. Also die Harmonie-Missionen sind auch ziemlich spaßig. Vantam. The badass looking dude. Nice work out there. The reclaimers are going over the parts as we speak. You'll let us know if anything comes of it, right? You got it. I don't mind telling you. I'm a bit surprised your team found all the parts and rescued Arena. Maybe surprised isn't the word. More like disappointed in the other teams. Those slackers have a few thousand push-ups coming to them. Don't be too hard on them. Doug and Gwyn both played a part in the rescue operation. If it wasn't for the two of them, Arena could have been in real trouble. Doug? Okay, yes. Gwyn? Maybe not so much. In any case, most of the credit is yours, Elma. But what else is new? Been that way since before we left Earth. Doug was saying the same thing earlier. You really are something, Elma. Versuche mehr darüber zu erfahren, wie Elma sich auf der Erde dem Feind entgegengestellt hat. Hm? Oh, that. Ich will das schon wissen. Cause to tell you about it. What does Elma mean? It means Elma will tell us about it when she's good and ready. It's different now anyway. I don't have to charge in alone when I have a team like this. Besides, it's going to take more than just a handful of heroes to win the war and cultivate this planet. Ultimately, the responsibility and the accolades all go back to the commander who unifies and leads the entire operation. Well, I, that's true. Which reminds me, why aren't you Blade Commander, Elma? Yes, yes! Mustache Man can still have gainful employment as personal assistant to Tatsu. Ha! Not in this lifetime, potato skin. Mission abgeschlossen. War die Elma jetzt beleidigt, als ich nachgefragt habe? Ui! Oh Mann. Alles klar. Jetzt gucken wir uns erstmal was mal an, was wir brauchen. Hä? Oh, wir müssen erst noch eine Harmonie-Mission beenden. Das ist cool. Ich würde sagen, damit machen wir auch weiter. Das macht ziemlich Spaß. Schließe Kapitel 5 ab. Das haben wir nicht. Pflichten eines Kommandanten. Das können wir sogar machen, aber warte erstmal. Vielleicht, wartet erstmal. Vielleicht finden wir hier auch die Mission Irinas Überzeugung. Hallo. Du Bob. Auch nicht. Ah, jetzt dauert es wieder ewig und wir müssen erstmal die Harmonie-Mission suchen. Oh, unser süßer kleiner Insidia. Naja, dann suchen wir mal draußen weiter nach den Harmonie-Missionen. Ja, bitte.
gibt so viele Harmoniemissionen, Wahnsinn. Allein schon im Blade Hauptquartier und dann sind noch ganz viele überall verteilt. Aber zum Glück sehen wir hier auf der coolen Map, die ihr leider nicht sehen könnt, wo überall Harmoniemissionen sind. Hier zum Beispiel. Benötigter Level 20. Geschworene Kameraden. Okay, das ist es auch nicht. Hier vorne sollte da noch irgendwo eine sein. Da. Hallo. Oh, ey. Irgendwie habe ich es nicht so mit auf die Mission zu rennen. Ich verkack's immer wieder. Els Innovation. Alles klar. Puh, ja. Irinas Überzeugung. Klasse. Suchen wir mal weiter, hä? Also im Bezirk sind keine weiteren Harmoniemissionen. Glaube ich. Zumindest sieht es nicht so aus. Dann gucken wir uns mal in den... Ja, ihr habt gerade eine wirklich wunderbare Aussicht. Hä, wie bin ich denn hier gelandet? Was zur Hölle ist passiert? Ah, okay, gut, ja. Keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Ungenutzte Zone. Da ist noch gar nichts. Das heißt, da können wir komplett zurück. Hier gibt es echt einen Bereich, der heißt ungenutzte Zone. Wohnviertel. Da sind auch keine Harmoniemissionen. Toll. Blade-Quartier hatten wir gerade. Geschäftsviertel. Hier sind einiges an Harmoniemissionen. Hier können wir auch gleich den Namen angucken. Hier heißt Familie. Irinas Überzeugung gefunden. Erforderlicher Level 15. Cool, wir müssen in den Dingsbezirk da. Und die andere heißt Katzenjammer. Perfekt. Das läuft doch eigentlich. Gut. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie wir von hier aus in das Geschäftsviertel kommen. Ich glaube, ich weiß ungefähr wie. Oh, hier ist auch noch eine. Wie heißt die denn? Lol. Überhaupt keine Pflicht mit dir. Soll ich alleine gehen? Ach nee, ich kann gehen, mit wem ich will. Aha. Das ist natürlich super. Also Elmar bleibt im Team und an Lin gewöhne ich mich jetzt auch. Weil die Kleine verprügelt alle immer mächtig mit ihrem Schild und die ist klein. Also das ist schon heftig, was die da abzieht. Yeah. Bumm. So, jetzt gehen wir irgendwie in den Bezirk, in den wir, ja, wir sind im Wohnviertel. Oh, hier sind schon wieder Sachen zum Erforschen. Da. Oh, genau unser Level. Schön. Da drüben auch nochmal. Naja, gut, das geht nicht. Entschuldigt, ich musste mir kurz die Nase putzen. So. Ich glaube, wenn wir einfach weiter geradeaus laufen, kommen wir dann in den Verwaltungsbezirk. Momentan sind wir noch im Wohnviertel. Hier ist tatsächlich eine Harmoniemission. Leicht benebelt. Gut. Hier geht's nicht weiter. Ja, laufen wir noch durch ein paar Autos durch. Yep. Immer wieder super. Also so genau habe ich hier das mit dem Viertel noch nicht verstanden, wie die aufgeteilt sind und wo es ins nächste geht. Hier ist nämlich irgendwie alles dann zu Ende. Hier die Straße hört dann dort auf.
Hier, das Schluss. Das ist noch etwas undurchsichtig, muss ich mich noch dran gewöhnen. Such mal einfach mal weiter. Wenn wir es nicht finden, tja, dann machen wir schnell Reise, aber ich möchte gerne... Oh, cool. Da oben ist ein gelber. Oh, ein Segment in Oblivia wurde aktualisiert. Verrückt. Oblivia ist ganz schön weit weg. Wie können die Informationen dafür haben? Oh, noch einer. Balanea. Ja, okay. Ach, die Balaenas habe ich auch schon gesehen. Diese ballonähnlichen Glühbirnenwesen. Also irgendwie so Verwaltungsbezirk? Gibt's hier nicht. Gibt keinen Verwaltungsbezirk. Also gibt's schon, aber den Eingang dazu finde ich nicht. Wir sind da vorne noch nicht lang gelangt. Gehen wir einfach mal weiter geradeaus auf der Straße. Durch das Auto durch. Yep. Das wollten wir uns schon angucken. Das ging nicht. Das Level 3 Mechanik etwas. Oh Gott, diese ewig weiten Wege. Renn! Lauf, Forrest, lauf! Wenn möglich noch etwas schneller als jetzt. Vielleicht können wir irgendwann noch schneller rennen, so wie bei Xenoblade Chronicles. Da konnte man ja durch solche, weiß gar nicht mehr was es war, konnte man ja die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Diese Juwelen, genau, Juwelen war es. Ja. Verwaltungsbezirk. Sehr schön. Oh, das wird jetzt wieder so eine Sache. Diesmal kriegen wir es hin. Ja, perfekt. Hallo. Schließe Kapitel 4 ab. Haben wir doch schon. Familienbande. Ich würde sagen, wir machen doch erstmal wirklich Irinas Überzeugung. Dazu nehmen wir noch irgendwie ein Teammitglied auf, was wir... Verdammt, das habe ich total vergessen. Scheiße. Sind auch irgendwie gerade keine Quests zu finden. Also hier ist wirklich nichts mehr los. Total tote Hose. Hier geht echt nichts. Ganz schön peinlich hier. Geschäftsviertel. Nee, Verwaltungs. Warte mal. Wo bin ich gerade? Ach, ich bin ins Geschäft. Oh. Das Geschäftsviertel ist richtig, nicht der Verwaltungsbezirk. Ja, hier. Wir sind im Geschäftsviertel. Hier soll die irgendwo diese Harmoniemission sein. Und zwar hier. Genau. Nee, das war Katzenjammer. Oh. Dann muss es hier sein. Was ist das denn? Und wir können nicht eingreifen. Die machen hier irgendwie einen Mann an und wir können nicht eingreifen. Das ist doch scheiße. Gehen wir einfach weg. Wir haben nichts gesehen. Ja, Irinas Überzeugung. Schön. Gut, da gehen wir jetzt nochmal per Schnellreise zurück in den Verwaltungsbezirk und holen uns noch ein Teammitglied ab, und zwar L. Ich würde mir gerne L holen. Ne, warte, wir nehmen einen anderen. Doch, wir nehmen den Verwaltungsbezirk, reisen hier schnell. Weil wie gesagt, haben wir ja L vorhin dort nicht gefunden, aber vielleicht müssen wir runtergehen. Werden wir das nämlich auch direkt tun. Oh, nö, nicht hier. Hier, ganz genau, hier ist richtig. Vielleicht ist er genauso im Hangar. Ist hier irgendwo ein Aufstieg? Och nö, hä? Och, jetzt habe ich's doch. Ach, scheiße. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch.
Komm, das geht. Das geht, das geht. Das geht nicht. Oh, vielleicht geht's doch. Ach, Kacke. Ah, verdammt. Nee, es geht wirklich nicht da hoch. Oh, doch, hier. Och Gott, nein, nicht wirklich, oder? Ach, so eine Scheiße. Ein Segment im Noctilum wurde aktualisiert. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken. L ist irgendwo hier vorne. Oder soll irgendwo hier vorne sein. Wo denn, in dem Container? Also jetzt bin ich gerade irgendwie verwirrt. Irgendwo hier sollte L sein. In diesem Segment, aber er ist nirgendwo. Hier ist Duck. Den haben wir auch hier schon mal gefunden, aber ich hätte gern jetzt L mit im Team, weil ich den ziemlich cool finde. Nicht wahr, ey, der ist echt nirgendwo zu finden. Vielleicht müssen wir einfach zu einer anderen Tageszeit hierher kommen. Ach, ätzend. Ja gut, dann jetzt ist es früh um 6 und es wird trotzdem noch nicht aktualisiert, also den finden wir anscheinend hier nicht. Hier unten ist er nicht. Gott, kotzt mich das an. Jetzt bin ich... Ich wollte eigentlich nach oben reisen. Oh. Das Spiel macht mich fertig, Leute. Das Spiel macht mich wirklich fertig. Das mit den Teammitgliedern hätte man sich durchaus auch besser überlegen können. Apropos, hier können wir erstmal in die Rüstungsfirmen investieren. Neue Ausrüstung brauchen wir zurzeit nicht. Sieht alles noch ganz gut aus. Oh, 30.000. Wie sollen wir denn das nur zusammenkriegen? Meredith und Co. Hauen wir erstmal 5.000 rein. Da erreicht ihr nämlich schon mal das nächste Level. Leichte Ausrüstung. Ui. Ätherresistenz. Die sind ja alle halb nackt. Cool. Greifen sie noch heute zu. Das sieht auch verrückt aus. Disruptoren. Das sieht cool aus. Photonklingen mit Gravitationstechnologie. Schade. Speer. Gut, das war's. Und den Rest hauen wir wieder ins Sakuraba. Ne, hauen wir auch noch hier rein. Scheiß drauf. So, freu dich. Jetzt suchen wir wieder L. Weil irgendwo muss er ja sein. Vielleicht ist er doch im Blade Tower. Da kommen wir aber nicht rein. Also kann er nicht im Blade Tower sein. Irgendwo hier. Da ist er! L, my friend. Oh
Der ist nur Level 13, das wird ein bisschen scheiße. Ja. Der wird erstmal eigentlich die ganze Zeit nur abkacken. Außerdem haben wir jetzt zwei Protektoren hier im Team. Hm. Aber wir können ja seine Klasse eigentlich ändern, indem wir ihn einfach nach vorne tun. Das ist doch gut. So, jetzt geht's runter in den Verwaltungsbezirk, in das Geschäftsviertel. Und das war da unten. Hier lang. Ja, ist okay. Bleib nicht immer stehen, wenn du von sonst wie hohen Orten fällst. Lauf einfach weiter. Jetzt gehen wir hier wieder über diesen. Hier, nein. Okay, so. Konzentration. Ach, sehr schön. Vielleicht kommt man von hier aus auf das Dach hoch. Ja, wir sind oben. Das ist ja wie bei Assassin's Creed. Ah, nein. Okay, wir haben es verkackt. Aber wir können auch auf dem Boden bleiben. Auf den Dächern gibt es zum Glück keine Quests und keine Missionen. Oh, hier kommt man auch einfach hoch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier sind wieder diese Prolls, diese Klischees auf Beinen. Hier unten irgendwo, das ist wieder der Typ, der gerne Müllcontainer anguckt. Den haben wir schon mal getroffen, glaube ich. Oh, cool. Alles klar. Ja, dann würde ich auch sagen, mach mal hier wirklich erstmal Pause. Und nehme halt die Mission dann. Was? Ich hätte ihn doch. Oh, ich bin so scheiße. Manchmal baue ich echt nur Mist. Nee, nicht. Hier, Team. Aufstellung. Verpiss. Also war dieser ganze Weg, dieser ganze Umweg und das Suchen nach L komplett für den Arsch. Scheiße, toll. Naja, aber das kennen wir ja schon von anderen Sachen, dass L sehr schwer auffindbar ist. Gut. Ja, dann machen wir hier wirklich erstmal eine Pause, glaube ich, oder? Ja. Also, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Haut rein!